Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Und in der letzten Folge haben wir diese wunderbaren Wireless Terminals gemacht, Access Points und das Terminal hier gemacht. Und in dieser Folge wollte ich ein bisschen umbauen. Hier drin, damit das Ganze automatisiert ist. So. Und dafür brauchen wir Dense Conduits. Und eventuell auch ein Dense-Kabel, aber eins sollten wir hinkriegen. Dense. Ja, also eins hätten wir auf jeden Fall. Ich nehme hier immer noch so ein. Dense-Conduit. Conduit? Conduit. ME, Dense-ME-Conduit, okay. Okay, erst brauchen wir ME-Conduits, das ist okay. So, 24, okay. Und 6. Das ist nicht so viel. Machen wir hier mal einen halben Stack, wenn wir es zusammenkriegen. Jawohl. ME-Conduit. Zack, ein Stack. Und ME. Dense Conduit 22, okay. Das sollten jetzt auf jeden Fall schon mal mehr sein. Wie viele Fluix haben wir jetzt verbraucht? Wir haben noch 774, ja, alles easy. Tja. Wir brauchen hier noch Dense. Dense Cable. Die Dense. So. Mhm. 14. Ah, ist okay. Das ist okay. Na, erstmal vielleicht die hier. Ja, perfekt sogar. Ich krieg genau 8 raus. Ne, 9 sogar habe ich. Okay. Green. Sehr schön. Dann brauchen wir den hier. Geh weg. So. Wir könnten hier, hätten hier natürlich auch schon direkt Dense Conduits machen können, aber ich finde es irgendwie schön. Also. So. Und hier brauchen wir dann Dense Conduits. Okay, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem das mit dem Screwdriver nicht mehr funktioniert. Wir brauchen einen Yetta Wrench. Yetta Wrench. Ist der teuer? Nö. Überhaupt nicht, Gott sei Dank. So. Denn mit dem Yetta Wrench können wir jetzt nur die Sachen einblenden, die wir brauchen. Okay. Verbindet sich das denn jetzt mit beiden? Gucken wir mal. Ich glaube schon, ne? Ich glaube, es ist verbunden. Wow. Gut, dass ich nicht viel zu viel gemacht habe. Wir gucken mal, ob die Kanäle kriegen, beziehungsweise wir sehen sie hier auch. Ja, 8 Kanäle sind aktiv. Ach, cool. Das ist gut zu wissen, dass das so funktioniert. Noch ein paar ME-Conduits. Und ja. Dann gucken wir mal. Also, das hier kann ja theoretisch durchlaufen. Das ist ja egal. Und wir haben jetzt 2 Kanäle, richtig? Ach ja, da fällt mir gerade ein, Get Slash, da geschrieben ist, halt hier Gas-Upgrades reintun. Gute Idee. Ausgesprochen gute Idee. Wir haben hier nämlich viel zu wenig Gas sogar. Das machen wir sogar gleich. Sonst bekommen wir hier noch Problemchen. Gas-Upgrades.
Upgrade. So, zwei. Okay, wenn wir es haben. Lass 8 reintun. Und den Sleeping Bag. Hätte ich ganz gern wieder. Dann können wir schnell eine Runde schlafen. So. Und dann packen wir hier einfach alle rein. Das wird zwar zu viel sein, aber... naja... 3,6... Okay. Aber wenn es zu viel ist, dann verbraucht der weniger Strom, von dem her ist auch okay. Oh, und ich brauche weiße Kabel, wobei... Wir können theoretisch... Komm, das machen wir jetzt einfach. Weil hier ist es ja egal mit den Farben, dann machen wir hier grüne hin. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, aber ist okay. So, White Cable. Eins da. Dann brauchen wir noch einen Level Emitter. Und noch ein White Cable da. Okay. Das sieht soweit ganz gut aus. Bei einem Low Signal läufst du bitte. Genau. Du schaltest dich ein, wenn wir 10 davon im System haben. Warum 10 Stück nur? Naja, wenn wir 10 haben, sind hier und hier jeweils 64 drin. Ja. Mehr brauchen wir dann definitiv nicht. Emits, dann lernen wir auch, genau. Und Typ-Item. Und jetzt brauchen wir noch Stil. 999 Stil. Krass. Das ist jetzt der perfekte, das perfekte Beispiel. Denn... Hallo. Bei 1000 Stahl gibst du ein Signal aus und du erforderst ein Low-Signal. Ich nehme mir hier mal kurz ein bisschen Stahl raus. Ja, und es geht sofort weiter. Ich lege den Stahl zurück. Jetzt haben wir 1002. Und die Maschine geht aus. Die hier laufen allerdings so lange weiter, bis hier ein Stack drin ist, hier ein Stack drin ist und hier ein Stack drin ist. Das heißt, wir haben fast 3 Stacks dann auf Lager, die einfach so direkt durchlaufen können, was ganz gut ist. Wir haben keine Kohle mehr, oder? Korrekt. Das könnte aber ein Problem werden. Also das haben wir schon mal automatisiert. Und ihr habt gesehen, das ist eigentlich super einfach. Mit Level-Emittern zu arbeiten. So. Coal. Ja gut, unsere Ender-Query bringt natürlich keine Kohle rüber. Weil Kohle zu hoch ist. Jetzt ist die Frage, wie wir Kohle herstellen könnten mit Asche. Wir könnten im Nether Asche abbauen und dann Kohle daraus machen. Oder auf anderen Planeten. So wirklich gibt es keine schöne Möglichkeit, ne? Man könnte aus Fackeln Kohle machen. Man könnte mit aus Mana Kohle verdoppeln. Ja, okay. Kohle. Kann man eventuell irgendwie einen Trick anwenden und Fackeln irgendwie... Doch, man kann sogar Fackeln anders herstellen. Ne? Man kann Fackeln mit Beewax herstellen. Jeweils 3 Stück. Und aus 4 würde man ein Kohle kriegen, ohne jemals Kohle investiert zu haben. So könnte man theoretisch Torchberries. Okay. Im Twilight. Ach, wir haben Twilight Forest hier drauf. Okay. Mit Coke Coal könnte man theoretisch wieder zurück zu Kohle.
Ja, okay. Also man könnte mit B-Wax Kohle herstellen, aber ja, ne? Aber könnte man nicht? Es gibt doch hundertprozentig Bienen, die Kohle herstellen, oder? Nicht? Really? Ach krass, es gibt echt keine Bienen, die Kohle herstellen, wie es aussieht. Also normalerweise ist Kohle immer das allerkleinste Problem, das man so hat. Dense Coal. Habe ich meinen. Ne, der ist in der Hölle, oder? Der. Digital Miner. Holen wir den mal ganz kurz aus der Hölle. Nehmen wir unseren Teleporter aber bitte mit. Teleporter. Und dann holen wir uns hier vorne aus dem Berg mal kurz Kohle oder so. Nee, das Portal ist hier unten. Wir können uns natürlich in die Hölle auch einen Teleporter bauen. Wäre vielleicht eine Maßnahme. Ah, doch, ich weiß, wo wir Kohle herkriegen. Aus einer Wither Skeleton Farm. Ja. Das ist, glaube ich, keine Sch. Ah, wir brauchen eine. Ah. Wir brauchen ja eine Wither Skeleton Farm und wir brauchen aber auch eine Enderman Farm. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir als erstes anfangen sollen. Ich glaube, erstmal eine Enderman Farm, ne? Und irgendwas wollte ich gerade machen. Asche. Ah ja, genau, ich wollte den Digital Miner holen, der doch nicht hier steht. Oder steht der hier vorne noch irgendwo rum? Ich weiß, dass der mal hier irgendwo stand. Was ist das für einer? Ah, ich glaube, das ist nicht gut. Aber hier steht er auch nicht. Nee. Home. Wo ist unser Digital Miner? Das gibt's doch gar nicht. Digi. Nee. Hä? Ach ja, wegen Livestream. Der wäre ja heute. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute schaffe wieder oder ob wir den wieder morgen machen. Ich weiß, ist jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen unzuverlässig, aber das ist halt, ihr wisst ja, wie es ist, wenn man Sachen erledigen muss. Dann hat das erstmal Vorrang. Ich habe keine Ahnung, wo der Digital Miner ist. Also Livestream wird es auf jeden Fall. Entweder heute. So in 2 Stunden dann, ne? Weil um 16 Uhr sollte die Folge kommen und um 18 Uhr dann der Livestream. Ich weiß, gestern ist die Folge leider zu spät gekommen. Ja, ich habe bei meinem PC mal wieder vergessen, die Lüfter hochzufahren und mein PC ist abgestürzt beim Rendern und naja. Egal. Tja. Ich hab keine Idee. I have no idea where it is. Eventuell steht er da hinten noch rum, weil ich da, glaube ich, mal Dias gesucht habe, aber so wirklich glaube ich das eigentlich auch nicht. Digital Miner? Ich habe ihn noch nicht im Knappsack, ne? Nö. Hä, wo ist denn der? Naja, also falls einer von euch weiß, wo mein Digital Miner steht, es wäre schön, wenn er das in die Kommentare schreibt. Oder im Livestream in den Chat. Egal. Ich hätte den gerne wieder. Ich habe keine Lust, mir noch einen zu bauen. So, jetzt ist die Frage.
Torch. Wir haben ja hier, glaube ich... Haben wir nicht? Oh. Aber wir haben doch extra Utilities. Da gibt's doch diese Super Mega Torch. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die man aus den Dingern hier herstellt. Aber offenbar ist die disabled. Prevent Mobs within 16 Blocks. Ja, okay, das Ding tut's theoretisch auch. Genau, die Magnum Torch. Suche ich sie. Also wir können nochmal danach suchen, aber... Magnum. Nee. Das Problem ist natürlich, dass wir im End eigentlich keinen Platz für eine Mobfarm haben. Ja, ich weiß nicht, wie machen wir das dann im End? Gehen wir mal ins End und gucken mal, wie wir das am besten lösen, das Problem. Ich habe einen Teleporter fürs End. End. Teleport. Gucken wir mal. Hä? Oh, ich vollhorst, oder? Oh, ich hasse es. Okay. Die Endermen spawnen wahrscheinlich etwa in meinem Radius. Wir müssen jetzt mal gucken, weil unser Problem ist, dass wir ja hier ein unendliches End haben, offenbar. Also wir können uns ja mal ein ganzes Stück vorbewegen und gucken, ob die Insel nur einfach ziemlich groß ist. Puh, ein paar angeguckt. Aber ich befürchte, dass die halt unendlich groß ist. Hier ist ein... Was macht der hier? Ist hier jetzt gleich ein zweiter Enderdrache? Also ich meine, ich bin bereit, aber what the fuck? Nein, das End ist doch nicht unendlich geil. Oder? Nee, die Insel ist einfach nur riesig, oder? Boah, ich bin mir jetzt echt unsicher. Aber ich glaube, dass die Insel einfach nur riesig ist. Das wäre natürlich sehr von Vorteil. Was ist das? Pitchblende, okay. Das wäre natürlich sehr von Vorteil, weil für eine perfekte Enderman-Farm brauchen wir einfach Void. Ganz viel Void. Machen wir mal Folgendes. Minimap. Nee, wie war das? Actions. Automap. Gucken wir mal. Ah ja. Ja, was macht denn der? What the hell? Was geht da unten bitte ab? Da fliegen wir vielleicht auch mal hin. Nur weil mich gerade interessiert, was da abgeht. Also es gibt hier schon zum Teil auch Void. Weil meine Idee wäre gewesen, wenn wir wirklich kein Void finden, dass wir uns die Ender Query holen mit einem World Hole Upgrade und einfach mal, keine Ahnung, 500 mal 500 Blöcke entfernen. Dass wir einfach mal so einen Kontinent hier abbauen.
Ich weiß nicht, ob das klug ist, aber ja, das wäre wahrscheinlich relativ hilfreich, weil ich befürchte, dass die Enderinsel hier nicht wirklich ein Ende hat. Wir fliegen jetzt mal hier am Rand, nenne ich es mal, rum. Aber hier ist überall, baut sich wieder irgendwas auf. Sind wir überhaupt auf dem Weg zu den Leuchtepunkten da unten? Ja. Aber das mit den Leuchtpunkten, das hat auch sehr merkwürdig ausgesehen. Weil das so in so einem Chunk-Raster war. Also ist jetzt nicht so. Ich dachte erst vielleicht die Blumen, dass die leuchten, aber kann eigentlich auch nicht sein. Hier ist nochmal ein Endkristall. Oder haben wir die. Wahrscheinlich haben wir die gar nicht alle kaputt gemacht, weil die einfach so wahnsinnig weit voneinander weg waren. Bei unserem Enderdrachenkampf. Und deshalb wurde der Drache auch nicht geladen von denen, weil der selber von denen zu weit weg war. Es würde mich schon interessieren, welche Mod das hier so macht. Wir sind zwar schon etwas wieder über 20 Minuten, aber ich will das jetzt noch sehen. Weil ich würde sagen, im Livestream bauen wir dann auf jeden Fall eine Enderman-Farm. Es sei denn, wir müssen halt End abtragen. Dann können wir im Livestream zwar die Ender-Query aufstellen, aber die wird schon so ein, zwei Wochen brauchen. Oder zumindest eine Woche, sage ich mal, um das alles wegzureißen. Ich kann es ja dann unter Umständen ein bisschen AFK laufen lassen, aber ne? Machen wir nochmal ein Automapping hier. Nee, zum Beispiel Automap. Ach, hier unten war das. Das war noch weiter weg vom Spawn. Okay. Also das sieht echt sehr merkwürdig aus. Ich meine, es wäre jetzt natürlich ein super Cliffhanger, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht so gemein. Ich hasse Cliffhanger selber wie Pest. Wären wir hier so langsam richtig? Dass sich das auch immer abbaut wieder, ne? Naja. Weil ich wüsste jetzt auch keine Struktur. Tour, die hier so gleichmäßig verteilt. Ah ja, das. Ne. Ne. Alter, habe ich meinen Scoop. Mein Scooperator MX200 Turbo dabei. Wie geil ist das? Nicht dein Ernst, ey. Enderbienen? Das ist ja richtig hart. Und so viele. Das ist wahrscheinlich ein World-Gen-Fehler, oder? Halt, schaut euch das an. Das kann doch nur ein World-Gen-Fehler sein, ey. Alter, wie krass. Ich nehme jetzt ein ganzes Inventar voll von den Dingen mit. Krass. Normalerweise gibt es nur einen einzigen von diesen Hives im ganzen End. Ich könnte mir vorstellen, dass Forestry nicht ganz mit dem End hier klargekommen ist. Mit dem viel zu großen. Und dass hier deshalb das so generiert wurde. Das ist meine Tür. Ja, genau. Zwei haben wir noch Platz. Eins und zwei. Mysterious Comp. Ja, die produzieren das. Und was kriege ich da raus? Pulsating Propolis.
Was kann ich damit machen? Pulsating Mesh. Ach, ich kann damit gar keine Enderperlen herstellen. Aha, okay. Aber das ist prinzipiell nicht so schlimm. Denn die haben sicher... Uah. Okay, das passiert, wenn man FF drückt. Und na toll, das Bild ist jetzt gefreezed. Na klasse. Okay, aber wir sind eh am Ende der Folge. Ja. Ich denke mal, die haben richtig krasse Genome. Die werden wir in der nächsten Folge mal rausfinden. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, beziehungsweise bis zum Stream. Alles klar, bis dann. Tschüss.